Als allererstes müsst ihr einmal Godric besiegt haben. Danach geht ihr hier zu Gnade der erste Schritt und redet mit den NPC. Wenn ihr nun mit denen redet, wird der sagen, dass ihr zu Tafel der Gnade sollt und mit der Fingerleserin reden sollt. Das macht ihr einmal. Ihr geht zu der Fingerleserin, quatscht ein bisschen mit der. Nachdem ihr mit ihr geredet habt, geht ihr wieder zur ersten Gnade, da zum ersten Schritt. Und dort, wo der NPC vorher war, werdet ihr sehen, da ist eine Nachricht auf dem Boden. Und mit dieser Nachricht interagiert ihr einmal. Dort steht jetzt, dass ihr zur Rosenkirche sollt. Diese Rosenkirche befindet sich, nachdem ihr Godric besiegt habt und ins nächste Gebiet lauft, hier auf diesem Hügel. So, an der Kirche angekommen befindet sich dieser NPC hier. Mit diesem quatscht ihr mehrfach und bestätigt, was er sagt. Dann bekommt ihr die blutigen Eiterfinger. Diese blutigen Eiterfinger, Leute, sind dafür da, dass ihr ins PvP könnt, also dass ihr gegen andere Spieler spielen könnt. Das Ganze müsst ihr jetzt dreimal machen, also ihr müsst den blutigen Eiterfinger dreimal benutzen. Dann bekommt ihr die Nachricht, dass die Invasion in eine andere Welt läuft und dann wartet ihr, Leute, bis ihr dann teleportiert werdet in dieses PvP-Match. Ob ihr das Match dann gewinnt oder verliert, spielt gar keine Rolle. Hauptsache, ihr habt dreimal den blutigen Finger benutzt. Danach geht wieder zu den NPC, redet mehrfach mit dem. Danach wird er euch ein weißes Tuch geben. Dieses müsst ihr jetzt im Blut einer Jungfer trinken. Und zwar lauft dann von der Rosenkirche aus dem Weg, den ich euch auf der Karte zeige, bis zu dem Hügel hier ganz nach oben. Und wenn ihr ganz oben angekommen seid, ist hier eine Truhe, die öffnet ihr und nimmt den magischen Schwertschlüssel. Danach geht ihr hier runter zum Turm. Benutzt den Schlüssel hier an dieser Statue. Wenn ihr das gemacht habt, aktiviert sich das Portal rechts neben euch. Durch dieses geht ihr. Und hier befindet sich normalerweise ein Bossfight, also dort, wo das Tor bei mir offen ist, wird bei euch ein gelber Schleier sein. Dann müsst ihr den Boss erstmal besiegen. Und nachdem ihr den Boss besiegt habt, dann lauft einfach denselben Weg wie ich, um zur Jungfer zu kommen. So, mit dieser interagiert ihr jetzt und sie tränkt das Stoff im Blut. Nachdem ihr das gemacht habt, geht ihr wieder zurück zur Rosenkirche, interagiert wieder mehrfach mit diesem NPC und dieser wird euch dann hier dieses Medaillon droppen. Dieses benutzen wir auch sofort und wir werden teleportiert nach Siofra, zu Morgwins Palast. Wenn ihr dann hier angekommen seid, dann lauft erstmal hier ein kleines Stückchen hoch und dort befindet sich hier diese Leiche und die hält die Karte von Siofra in der Hand. Also hebt die Karte auf, dann wisst ihr auch immer, wo ihr seid. Und wenn ihr hier die Treppen hochläuft, habt ihr noch einen Ort der Gnade, aber wir werden jetzt erstmal hier runterspringen, steigen auf unser Pferd und dann lauft ihr denselben Weg wie ich. Passt auf, wir sind sehr starke Gegner, Leute. Lauft einfach hier vorbei und wenn ihr jetzt noch hier an diesen Spot hier reingeht, bekommt ihr noch den Fliegenschwarm, wirklich sehr overpowered, sehr starker Zauber. Und danach lauft einfach wieder denselben Weg hier, lauft hier hoch, an den ganzen Gegnern vorbei und dort befindet sich dann auch der nächste Ort der Gnade. So, jetzt braucht ihr einen Bogen, rüstet ihn aus und stellt euch an die Klippe so wie ich und schießt auf den Vogel. Wenn ihr das dann macht, wird der Vogel auf euch zulaufen und die Klippen runterfallen. Und jedes Mal, wenn er das macht, bekommt ihr 11.000 Runen und mit dem goldenen Skarabäus sogar 13.000 Runen. In meinem Fall bekomme ich mehr Runen, weil das schon meine zweite Reise ist, aber ihr werdet dann 11.000 und mit dem goldenen Skarabäus 13.000 bekommen. Ich werde euch nochmal in die Videobeschreibung verlinken, wie ihr den goldenen Skarabäus bekommt, falls ihr Lust drauf habt und mehr Runen fahren wollt. Könnt ihr euch das kurze Video ja dann auch anschauen. Und immer wenn ihr euch hier wieder an Ort der Gnade einmal hinsetzt, dann spawnt der Vogel immer wieder neu und ihr könnt das die ganze Zeit machen. Diese Gegner könnt ihr auch noch nebenbei töten, wenn ihr wollt. Die werden euch auch um die 2000 Runen geben. Diese bewegen sich auch erst dann, wenn ihr sie angreift. Ihr müsst einfach nur aufpassen vor denen mit den roten Köpfen hier. Die sind etwas gefährlicher. Aber hier könnt ihr dann auch nochmal ganz schnell ein paar Runen farmen. So Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, schreibt es mir doch in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.